So, und willkommen zurück hier bei XCOM Enemy Unknown. Oh, ich könnte mich vielleicht doch geirrt haben, dass dort hinten doch schon die Levelgrenze ist. Nichtsdestotrotz wollen wir mal schauen, dass wir das den da hier mal eliminieren. Trefferchance 55%. Ah, das ist der Todesschuss. Yeah! Sehr schön. Das ist der Todesschuss, bitte. Arsch. Ich muss bald nachladen. Luft. Ziel verfehlt. Bereit zum Ja, lad mal nach, weil viel mehr gibt's eh nicht mehr zu tun. Vieh wird nämlich ihm jetzt einen miesen Trip mal vereinbaren. Und tschüss. Und der Chaos Crusher, zeig ihm mal deine Briefmarkensammlung. Also deine richtig eindrucksvollen Briefmarken. Also die Briefmarken, die man so richtig schön eingehämmert bekommt. Genau. Wie aus dem Lehrbuch. Okay, war fast klar. Ach, scheiße, Honig. Ich wusste natürlich, dass eine Panikaktion, eine Terrormission in Indien ansteht. Na toll, super. Na, klasse. Da geht's ja von einem Event zum nächsten. Das ist ja wieder mal Herz aller Lübsch. Verwundet. Und uns gehen die Leute so ein bisschen aus. Mann. So, wir haben einen neuen Scharfschützen dazu bekommen. Afrika, Asien, Argentinien. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, das weiß ich schon. So, wie lang ist jetzt dann eigentlich noch mein Vitek krank? Schön, so, jetzt erstmal den da hier mal. Wow, Junge. Truppensicht, Schnellschuss. Ja. Du übernimmst meinen ehemaligen. Den Höhenvorteil nehmen wir. Ja, das ist ja irgendwie blöd, ne? Was nützt mir das? Verkrüppelter Schuss. Also wenn, dann töte ich sie lieber. Außer es wäre natürlich mit der Pistole. Bringt plus 10 Ziel. Ja, wenn Dings. Ja. Und das letzte Punkt ist ja dann hier unten, der, wo mir dann so gut gefällt. Okay. Mal gucken, wie sieht's denn aus? Vitek ist noch 2 Tage. Ich würde. Ja, Terrormissionen lassen sich nicht aufschieben. Das hatten wir ja schon mal das Problem. Hä? Ah, die sind auch ausgestiegen fast. Scheiße. Okay. Ach, ich hab gedacht, das war jetzt eine Terrormission. Eingehende Übertragung. Okay. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Kommander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Moment. Weil ein UFO mal entkommen ist, gab das eine Bewertung. Großbritannien hat sich zurückgezogen. Indien ist komplett in Panik und Hysterie verfallen. Und jetzt wollt ihr mir wirklich sagen... Ah? Okay. Das ist zu viel. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ich muss nicht alles verstehen. Ich muss wirklich nicht alles verstehen. So, kriegen wir noch die letzten Tage hin? Das war so geil. Da war ja klar. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Ja gut, Argentinien waren wir gerade. Ich würde sagen, wir nehmen dann Japan. Ja, bin Japan. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Sehr gut.
alle auf die Gefahr hin, dass wir das jetzt dann gleich irgendwie... Okay, das war zu mutig. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Ja. Können wir mal gucken, dass wir jetzt dann vielleicht hier unten, da wo es rot ist. Die Satelliten irgendwie hinbekommen. Ja. Satelliten starten. Gestartet. Okay. Satellit gestartet. Okay. Nigeria. Wir müssen halt dort auch noch ein paar. Satellit gut, ich meine, das ist kein Problem, dort einen Jäger dann hinzubekommen, ne? So, ich hätte aber gesagt, Frankreich fehlt noch und Großbritannien hat sich ja zurückgezogen, das ist natürlich ein bisschen schade ist eigentlich. Dann hätten wir nämlich ganz Europa eigentlich mal abgedeckt. Was kriegen wir in China? Wir haben nicht die Ressourcen, um uns blind in eine Verfolgungsjagd zu stürzen. Ja. 4 Satelliten plus 8 Ingenieure pro Monat würden wir in Asien halt kriegen. Dann hätten wir halt Asien eigentlich gut abgedeckt. Satellit gestartet. So, noch 2 sind einer ist nur noch verfügbar. Ja, Australien. Ägypten wäre halt wahrscheinlich nicht so verkehrt, ne? Ägypten muss natürlich gemacht werden, natürlich. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Ägypten ist ja sehr wichtig. Für mich zumindest. Zumindest dann, wenn ich noch zu sehr an Command & Conquer hänge. So, jetzt müssen wir... Nach Afrika, Asien holen wir mal 2 Stück und da holen wir uns auch mal 2 Stück. So, haben wir dann überall eigentlich so 2 Stück? Ja, dann passt das. Ne? Dann können wir das hier immer noch bei Bedarf aufrüsten. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Ja, das war weitere ja klar. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Das wäre jetzt natürlich auch nochmal interessant auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Es wären 3 Stück, was wir kriegen, ne? Komm. Will ich das machen? Will ich es nicht machen? 5 Energie. Ja, gut, komm, nee, ich lass das mal sein. Das wird vielleicht eh too much. So. Na toll. Okay, auf den Schultern von Riesen. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt wieder sein sollte. Nun verfügbar über Ägypten. Ausliefern. Und was war jetzt gerade mit Ägypten? Ausrüsten, sag ich, verkaufen natürlich. Die Einsatzleitung. Ich lasse erstmal die Tage verstreichen, bis das da hier fertig ist. Oh Gott, das ist ja mal ganz krass, wie sich das gerade angehört hat. Schlimm. Okay. Interessant.
Verstärken Sie die Psy-Kräfte unserer Soldaten. Ja, da haben wir ja nur einen einzigen letzten Endes. Welche ist denn das nochmal? Die Hong. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, Chaos Crusher, dich hatte ich schon mal da drinnen gehabt, ne? Die Frage ist, kriege ich dich dort unten noch mal rein? Nee. Ah, das ist jetzt gerade so ein bisschen, jetzt muss ich da noch mal durchgucken, weil ich hätte schon noch gerne dann ein, zwei Soldaten mehr auf diesem Psy-Level. Ich schreibe mir die gerade noch mal raus, wenn ich denn ein Kugelschreiber hätte ich. Ja, sogar zwei. Einer langt in diesem Fall. So, das wäre einmal ein Kuli, der nicht schreibt. Okay. Der Odin mit 70. Ich hole mir jetzt einfach mal kurz die Stärksten raus. Chaos Crusher geht nicht. Warte mal, jetzt muss ich da. So, den Nix. Ja, will ich den Nix da reinstecken? Ich probiere es einfach mal aus. Nix mit 6-4. Chaos. Ich guck hier oben immer bei den Kills vorbei, ich Fisch. So. Crusher ging nicht. Sie ging eh nicht 37. Sie hat eh schon. Die Holly hat 50. Da fange ich gar nicht erstmal an. Der Zulu. Hallo, Captain. Nein, wie hieß denn der? Schiffssteuermann Zulu. Nee, das ist schon wieder was ganz anderes. Zulu ist eigentlich die Nummer, ne? Je nachdem, wie man es nimmt. Ich überlege gerade von. Boah, ich habe nur die drei. Na, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Von Captain Kirk. Als Kind habe ich mir das gerne ja angeschaut. Mittlerweile kann ich es mir überhaupt nicht mehr anschauen. Also grauenhaft, wie ich mir das früher mal angetan habe. 10 Tage! Oh je, das lasse ich dann zum Teil vielleicht auch noch offscreen durchlaufen. Weiß ich noch nicht so gerne. Den Nix hatte ich auch schon da drin. Ach nee. Da ist er doch. Captain Kirk, ja, also das mit dem Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ heißt, aber ich hab's eh mit Namen. Von daher. Aber dieses uralte Star Trek. War doch da einer. Hieß der nicht Zulu oder so irgendwie? So, das ist das Einzige, was ich jetzt da noch mache. Eine Terrormission ohne meinen Sniper, ohne Odin und. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Naja, wird's eigentlich eher nicht. Egal. So, weg. Ich will. Ich will. Im schlimmsten Fall nehme ich den Panzer mit. Komm. Panzerung habe ich keine mehr. Leichtes Plasmagewehr. Pistole passt. Pulsbogen passt nicht. Kriegst du eine Nanofaserweste. So einfach geht's. Das ist Schwachsinn. Ich nehme den Panzer. So. Dann haben wir das zumindest auch hinter uns. Muah, eine weitere Terrormission. Die starte ich allerdings erst in der nächsten Aufnahme. In diesem Sinne, Stan, Baba.